50. Großer Preis von Baden, Boxentüren auf an der 2400 Meter Marke zum Highlight des Jahres hier bei uns in Iffezheim. Die große Frage auf den ersten Metern, wer übernimmt die Spitze? Dubai Honor an der Innenseite und außen Mr. Hollywood, die streiten sich zunächst einmal. Dann die Gruppe mit Narrativo, mit Spanish Ice an der Innenseite vor Tünnis und Fantastic Moon auf Warten geritten vom Ende des Feldes. So geht es unter ihrem Beifall am Zielpfosten vorbei. Das Tempo ist ordentlich. Mr. Hollywood führt eine Dreiviertellänge. Vor Tünnis in zweiter Position, dann sehen wir Dubai Honor als drittes Pferd vor Narrativo in vierter Position. Fünftes Pferd ist die Stute Spanish Ice und sechster und letzter ist der Derby-Sieger des vergangenen Jahres und das ist Fantastic Moon. Durch den Iffezheimer Bogen geht es mittlerweile hindurch und dort gab es den Führungswechsel. Tünnis hat die Spitze übernommen und Andra Starke will natürlich sofort das Tempo so ein bisschen drosseln. Führt vor Mr. Hollywood in zweiter Position Narrativo, dann sehen wir an der Innenseite Dubai Honor. Zwei Längen dahinter Spanish Ice und dann ist es wiederum zwei Längen dahinter Fantastic Moon. Ein interessant gelaufenes Rennen, weil es doch sehr, sehr unruhig ist unterhalb des Iffezheimer Emblems. Das muss man sagen. Vorne jagen sie sich irgendwie doch schon ein bisschen. Tünnis führt von Narrativo an der Außenseite. Innen ist es Dubai Honor, dann Mr. Hollywood und dann schauen sich das Tore Hammer Hansen und René Picholek erstmal ganz entspannt an mit Spanish Ice und Fantastic Moon. Zwei Drittel der Gegenseite sind bereits absolviert. Es geht in Richtung Schlussbogen. Das heißt 1000 Meter, die Kandidaten noch zurücklegen müssen im Betstar.de großen Preis von Baden, wo Tünnis nach wie vor das Sagen hat von Narrativo, vor ihnen Dubai Honor, dem heißen Favoriten. Dahinter sehen wir Mr. Hollywood, dann Spanish Ice an der Innenseite und Fantastic Moon ist keine vier Längen zurück am Ende des Feldes. So geht es durch den Schlussbogen bereits hindurch. Tünnis führt nach wie vor von Narrativo an der Außenseite, innen Dubai Honor, dann Mr. Hollywood lauert auf seine Chance, genauso wie Spanish Ice und dann Fantastic Moon. 450 Meter im Wetstar.de großen Preis von Baden. Jetzt fächern sie alle breit auf und jetzt gibt es das Finish hoffentlich des Jahres, meine Damen und Herren. Narrativo außen, Fantastic Moon fährt ganz groß auf. Jetzt kommt die Stute, Spanish Ice und innen ist auch Dubai Honor mit dabei. Fanta geht nach vorne, Fantastic Moon von Dubai Honor, von Narrativo und Spanish Ice. Fantastic Moon, Fantastic Moon für Liberty Racing gewinnt. Und dann die beiden Außenseiter abgeschlagen, Mr. Hollywood und Tünnis. Fantastic Moon gewinnt. Vorläufiger Einlauf, achtes Rennen des Tages, Wetstar.de, 154. Großer Preis von Baden, siegreich die 2, Fantastic Moon, René Picholek, zweiter die 1, Dubai Honor, Tom Marquand, dritter die 5, Narrativo, Burjan Mosabaye, vierter die 6, Spanish Ice, Tore Hammer Hansen und fünfter die 3, Mr. Hollywood, Leon Wolf. Und hier sehen Sie ihn, meine Damen und Herren, den Sieger im Wetstar.de, großer Preis von Baden, der vierjährige Seize Moon Sohn, Fantastic Moon aus der Zucht von Graf und Gräfin von Stauffenberg. Im Besitz von Liberty Racing 2021 um Nadine Siepmann und Lars Wilhelm Baumgarten. Die Trainerin ist höchstpersönlich am Führzügel, Sarah Steinberg. Und der Siegjockey, meine Damen und Herren, René Picholek. Ganz nach hinten, René, komm. Sarah, ganz nach hinten für den Leuten. So, meine Damen und Herren, dann wollen wir jetzt natürlich mal gratulieren, Sarah Steinberg am Führzügel. René, wie geht's dir?